Das Internet hat viele Traumjobs hervorgebracht. Aber das Netz braucht nicht nur Webdesigner, Community Manager und Programmierer, sondern auch Adressenabtipper und Bildinhaltbeschreiber. Maya Hoog ist Teil dieses neuen Prekariats. Wenn sie knapp bei Kasse ist, beschreibt sie Möbel für Online-Shops oder rezensiert für 1,50 Euro japanische Schwulencomics. Ich schreibe diese Texte für Textbroker immer, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe. Das heißt, entweder in der Pause, in der Kaffeepause oder dann abends noch nach der Arbeit. Und wenn man dann am Tag 10 solcher Texte zusammen hat, hat man mal eben zwischen 30 und 40 Euro am Tag dazu verdient und kann sich dann dafür auch mal was Kleines kaufen. Crowdworker wie Hoog stillen den Hunger des Netzes nach immer neuen Produktbeschreibungen. Und unter den neuen Minijobbern sind viele Menschen aus der Kreativindustrie. Profis, die nach dem Prinzip Masse statt Klasse für ein paar Euro Content ins Netz schaufeln. Ein Job, an den sich die Journalistin erst gewöhnen musste. Mir war das eigentlich immer ja unangenehm, dass ich bei Textbroker schreibe. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die neben dem Job noch weitere Verdienstmöglichkeiten suchen muss, obwohl man sehr viel arbeitet. Und als ich dann neulich in einer Kneipe mit einem Freund darüber gesprochen habe, kam raus, dass ich nicht die Einzige bin, sondern dass auch er dort arbeitet und eigentlich alle Freunde schon mal geschrieben haben, die an diesem Abend in der Runde dabei waren. Crowdworking ist aber nicht etwa das neueste Berlin-Mitte-Phänomen. Weltweit hat Maya Millionen Kollegen und Kolleginnen mit ganz ähnlichen Jobs. Und Agenturen wie Clickworker aus Essen verteilen diese Arbeit an die Crowd. 9 Euro soll ein Digitalarbeiter in der Stunde so verdienen können, behauptet der Geschäftsführer. Das sind Dinge wie Umfragen oder Bewertung von Bildern, beispielsweise nicht jugendfreien Inhalt zu erkennen. Und es gibt natürlich auch andere Aufgaben, die deutlich mehr Qualifikation voraussetzen, speziell im Bereich Content-Erstellung, wenn es darum geht, Texte zu schreiben. Die Arbeiten, die Clickworker und andere Agenturen vermitteln, nennt man Human Intelligence Tasks. Einfache Tätigkeiten, für die Computer noch zu dumm oder unkreativ sind. Oder wo es einfach billiger ist, die Arbeit einen Menschen erledigen zu lassen, als sie einem Computer beizubringen. In Boonville, Mississippi etwa, sitzt Sarah Marshall jeden Tag vor dem PC und füllt Online-Fragebögen aus. Sie ist die vielleicht meistbefragte Frau in der Geschichte der Sozialforschung und verdient damit rund $200 pro Woche über die Plattform MTurk des Amazon-Konzerns. Du siehst, wie viel Geld du verdienst, und dann willst du nur sehen, wie diese Zahl steigt. Du möchtest dann mehr Geld, immer mehr Geld. Das Prinzip bei Marshall: Klicken für Kleingeld. Aber auch bei MTurk gibt es manchmal Abwechslung. Zum Beispiel sollte Marshall neulich Scans von Blutzellen nach Anomalien durchsuchen. So solle sie Ärzte bei ihrer Arbeit entlasten. Sie haben mir beigebracht, wie ich eine bestimmte krankhafte Veränderung erkennen kann. Es ging aber nur darum zu testen, ob man eine solche Tätigkeit jemandem beibringen kann, der von Medizin keine Ahnung hat. Ob sie diese Prüfung bestanden hat, weiß Marshall bis heute nicht. Aber das ist beim Crowdworken auch nicht so wichtig. Denn egal, ob man Comics rezensiert oder Fragebögen ausfüllt, um mit dieser neuen Arbeit Geld zu verdienen, muss man schnell sein. Und sollte daher nicht zu lange über Sinn und Unsinn seiner Tätigkeit nachgrübeln.